In dem Video werde ich dir erklären, wie du Amazon Werbeanzeigen schalten kannst. Ich nehme dich Schritt für Schritt mit an den Computer und du kannst das lernen, was ich weiß. Hi, Carlo hier, dein Digitalexperte. Wie schon besprochen, möchte ich dir bei Amazon Ads bzw. Amazon PPC Werbeanzeigen, je nachdem, wie man das auch immer nennen möchte, helfen. Ja, ich zeige dir, wie man eine Kampagne erstellt, auf was man achten muss, was sonst noch wichtig ist. Nicht wundern, ich habe einige Sachen einfach abgedeckt, weil das ein Kundenprojekt ist bzw. ein Kunde. Aber der Inhalt ist deswegen nicht schlechter, sondern ganz normal genauso gut. Ja, ich nehme dich jetzt mit. Ich wünsche dir viel Erfolg und wenn du Fragen hast während des Videos oder auch danach nochmal, schreib das ruhig in die Kommentare. Ich nehme eigentlich immer die Zeit, alle Kommentare zu beantworten. So, wir haben uns jetzt eingeloggt in das Amazon Seller Central und ich zeige jetzt, wie man hier ganz normale, klassisch wie auch bei Google, die Suchanzeigen, wie man hier das entsprechend bei Amazon macht. Das ist insgesamt ähnlich, aber ich würde mal sagen, etwas einfacher. Einige Sachen macht Amazon auch ein bisschen komplizierter. Aber insgesamt, wie man hier eine Kampagne erstellt, ist relativ einfach. Wir gehen hier oben auf Kampagne erstellen, haben jetzt im nächsten Schritt die Möglichkeit, entweder die Sponsored Products, das ist genau das, was ich meinte, ne? Also bei den Suchanfragen das zu positionieren, oder Sponsored Brands. Das mache ich auch nochmal. Ich mache zu den verschiedenen Möglichkeiten immer mal ein Video. Bei dem Account ist jetzt halt nur Sponsored Products frei. Dann gehen wir auf Weiter. Und haben hier ganz normal klassische, einfache Sachen. Kampagnenname, das hängt ein bisschen von der Struktur ab, auch wie viele Artikel man verkauft. Man kann beispielsweise eine Kampagne machen oder, 10, 20, 50, je nachdem, wie halt die Struktur ist. Wir machen jetzt mal hier, wir nennen das Sponsored Product, SP. Und dann Artikel 1, also der, wenn wir jetzt einen Artikel haben, nennen wir den so Tagesbudget. Da wir hier nicht in Deutschland werben, sondern hier beispielsweise in Amerika, gehen wir das in Dollar an, 10 Dollar beispielsweise. Und jetzt gibt es hier zwei oder ein ganz wichtiger Punkt, und zwar die Ausrichtung, das automatische Ausrichtung. Sprich, das ist so ein bisschen vergleichbar bei Google die DSA-Kampagne, wo Google selbst halt die Keywords sich auswählt, oder die manuelle. Ja. Ich empfehle immer, beide Typen laufen zu lassen. Einmal die normale, ja, und einmal die manuelle. Das heißt, hier gibt man halt wirklich alles manuell an, die Suchbegriffe und auch die Gebote. Und hier macht das Amazon halt komplett automatisch. Wie gesagt, das Automatische müssen wir uns nicht angucken, weil es extrem simpel ist. Wer die manuelle erstellt hat, der wird dann auch eine automatische erstellen können. Wir gehen hier auf manuelle. Und geben dann hier bei Anzeigengruppennamen den Anzeigengruppennamen ein. Wir geben hier einen Anzeigengruppennamen und jetzt muss man so ein bisschen die Struktur von Amazon wissen. Also ich kann pro Anzeigengruppe Produkte hinzufügen, die ich bewerben möchte, und die Keywords, die halt dann genutzt werden sollen. Sprich, ich habe jetzt hier Produkt Nummer 1 und sage, okay, für dieses Produkt Nummer 1 möchte ich in dieser Anzeigengruppe halt folgende Keywords haben, und dann wird halt nur bei diesen Suchanfragen die entsprechenden Artikel ausgespielt. Und man kann natürlich alles in einen Topf schmeißen, ja, das heißt alle Artikel auswählen, dann in einer Anzeigengruppe auch alle Keywords auswählen. Das würde ich nicht empfehlen. Ich würde schon hingehen und empfehlen, dass man für jeden Artikel, ja, mindestens eine Anzeigengruppe erstellt, weil so kann ich genau steuern, welcher Artikel soll bei welchen Suchanfragen ausgespielt werden. Und so sehe ich dann langfristig auch, wie die Performance der einzelnen Artikel je Suchanfrage ist. Wir gehen jetzt hier also hin und sagen, alle roten Artikel. So. Dann nimmt man zum Beispiel alle, wenn man jetzt wenn man nur Luftballons hat, dann nimmt man beispielsweise alle roten Luftballons. Ja. Und dann kann ich hier unten einfach die Artikel auswählen und hinzufügen. So, da kann ich jetzt, wie gesagt, einen auswählen oder mehrere. Ich kann hier nach dem Produktnamen, nach der Asin oder SKU suchen. Das ist super, super basic.
Dann kommen wir weiter runter zur Ausrichtung selbst. Da gibt es hier schon die Beta. Wählen Sie bestimmte Produkte, Kategorien, Marken oder andere Produktmerkmale aus, um Ihre Anzeige gezielt auszurichten. Oder ganz normal die Schlüsselwortausrichtung. Ja, Schlüsselworte sind hier also nichts anderes als Keywords. Und wenn ich jetzt hier wechsle, dann zeigt er mir hier schon verschiedene Kategorien an. Das kennt man so ein bisschen aus dem Google Display Netzwerk zum Beispiel auch, ja, wo man nach Kategorien werben kann. Das ist hier also sehr spannend. Auch hier würde ich wieder hingehen und empfehlen, einmal eine Ausrichtung so ausprobieren über Schlüsselwörter und einmal über eine Produktausrichtung. Man kann jetzt hier auch wechseln nach einzelnen Produkte. Dann entsprechend hier sieht man dann wieder Artikel, die ja ähnlich denen sind, wo Amazon denkt, okay, das würde sich lohnen, bei ähnlichen Artikeln dann die Werbung auszuspielen. Das kann ich natürlich hier auch nochmal per Suche anpassen. Ja? Das heißt also, wenn ich mir nicht wirklich sicher bin, na, welche Suchbegriffe sind es denn, dann kann ich sagen, naja, zeig doch einfach die Artikel mal an, dann wenn solche Artikel schon angezeigt werden, oder zeig die Werbung an, wenn solche Artikel angezeigt werden. Bei den Schlüsselwortausrichtungen ist das so, dass wir hier ganz normales Gebot haben. Wir können hier auch noch Gebot Plus einbuchen. Ne, es steht ja schon hier, erhöht die Gebote in dieser Kampagne um bis zu 50%, wenn man auf der ersten Seite ausgespielt werden könnte. Das würde ich auch separat testen, ob das wirklich gut ist oder ob man lieber die Gebote anders auswählt. Und dann hat man hier entsprechend die Möglichkeit, die Vorschläge auszuwählen oder hier ganz normale Keywords hinzuzufügen. Dann ist wichtig der Übereinstimmungstyp, breit gefasst, Phrase und exakt. Und breit gefasst ist so klassisch der Broad Match von Google. Ja, also Amazon guckt halt intern auch noch, na gut, fallen mir da noch Synonyme ein oder Themen, die da irgendwie passend sind. Phrase oder Phrase Match ist entsprechend der Begriff, den wir hier eintippen. Der muss drin vorkommen in der Suchanfrage und davor und danach können halt auch noch andere Suchbegriffe eingetippt werden vom User. Aber wichtig ist sozusagen, dass der Kernbegriff vorkommt in der Suchanfrage und zum Schluss gibt es noch exakt. Und dann wird die Anzeige halt nur ausgespielt, wenn das wirklich exakt dem Keyword entspricht. Und hier ist so ein bisschen leider wieder ungünstiger im Vergleich zu Google. Ich muss das hier vorher auswählen. Also ich kann hier nicht mit diesen klassischen Anführungsstrichen oder eckigen Klammern arbeiten und die dann hinzufügen. Und dann gebe ich hier einfach meine Begriffe ein. Es können bis zu 1000 sein. Und ich kann natürlich auch einfach eine Datei hochladen. Jetzt machen wir mal hier. Testosteron Booster. Sehr gut. Gehen dann auf Keywords hinzufügen und dann sieht man hier, ah, alles klar, das ist das Keyword und das ist das vorgeschlagene Gebot. Das gehen wir nämlich hier auch auf Keyword-Ebene ein. Das kann ich hier direkt anwenden. Zack, dann nimmt er das schon. Das ist so die Range hier unten, Gebotsspanne, ne, zeigt er uns an, die aktuell im Markt so genutzt wird. Er sagt uns halt, okay, hier 2,14 $ wäre richtig. Und hier empfehle ich auch sehr, sehr stark zu bündeln. Das heißt, nicht jetzt hier irgendwie 1000 Suchbegriffe reinzunehmen, sondern wirklich stark gebündelt. Maximal vielleicht 10 und dann wieder eine neue Anzeigengruppe. Weil nur so kriegen wir raus, welcher Suchbegriff zu welchem Artikel wirklich funktioniert. Zum Schluss können wir hier noch negative Keywords eingeben. Das heißt, wenn diese Begriffe vorkommen, dann möchten wir unsere Anzeige nicht ausgespielt haben. Das ist ganz klassisch. Auch hier kann ich wieder sagen, soll das ein Phrasentext sein oder exakt? Ja, hier würde ich empfehlen, wenn man Begriffe hat, wie zum Beispiel gebraucht, dann kann man das als Phrasentext nehmen. Und wenn man ganz klar beispielsweise ein paar Modelle hat, beispielsweise Farben jetzt, dann kann man die gegebenenfalls auch exakt mit einbauen. Und dann aber die Begriffe, die man oben schon hat, müssen entsprechend mit übernommen werden. Ja, also Testosteron, Booster, Blau oder weiß ich nicht, für Männer müsste dann mit reingenommen werden. Nur dann wird das ausgespielt. Und das war's. Dann gehen wir auf Kampagne starten und wir haben unsere erste Sponsored Products Kampagne ganz einfach erstellt. Ich gehe jetzt nochmal zurück und zeige nochmal zwei, drei andere Funktionen. Es gibt nämlich hier noch die Werbeberichte.
das ist dann das, was wir brauchen, um entsprechend die Kampagnen zu optimieren. Wir gehen auf Werbeberichte. In dem Bereich Werbeberichte gibt es verschiedene Typen. Ja, es gibt einmal die Suchbegriffe, das Targeting, das Produkt, Platzierung, eingekauftes Produkt und Leistung im Zeitverlauf. Und sicherlich einer der wichtigsten Berichte hier ist der Suchbegriffe-Bericht. Das ist auch ein bisschen kompliziert, dass Amazon einem das nicht direkt zur Verfügung stellt, dass ich mir den Bericht direkt angucken muss, sondern nein, ich muss ihn erstellen und dann als Excel-Format herunterladen. Dann wähle ich hier noch die Berichtsperiode, ja, im besten Fall immer benutzerdefiniert oder halt den längsten Zeitraum, den ich einstellen kann. Bei der Dateneinheit dann entweder gesamt oder täglich. Das ist ein bisschen, kommt ein bisschen auf den einzelnen Fall drauf an. Dann geben wir dem Ganzen hier noch einen Berichtsnamen, erstellen den Bericht und dann können wir ihn letztendlich hier herunterladen, können uns die Suchbegriffe und die Performance dazu angucken, um sie dann wiederum in den Kampagnen hinzuzufügen als negative Begriffe. Oder wenn wir das aus einer automatischen Kampagne gemacht haben, können wir das dann nehmen, die Begriffe in eine manuelle Kampagne übersetzen und so haben wir dann natürlich auch nochmal ein bisschen Mehrwert und können das genauer ansteuern. Und das ist das eigentlich auch schon zum Thema Sponsored Products, wie man eine Kampagne erstellt, wie man vielleicht noch mit den Berichten umgeht. Das ist insgesamt super, super einfach, überhaupt nicht kompliziert. Komplizierter wird es eher dann in dem weiteren Verlauf und in der Strukturierung dieser Sachen, weil im besten Fall hat man das sehr, sehr granular aufgebaut, eben weil es so einfach ist und kann dann entsprechend optimieren. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lass einen Daumen nach oben da. Wenn du keine Videos verpassen willst, dann abonniere ruhig den Kanal. Es kommen regelmäßig neue Videos hier auf diesen Kanal, meist immer Montag und Mittwoch. Manchmal auch mehr, manchmal weniger. Wenn du insgesamt Interesse noch an Online-Marketing hast, dann kannst du auch einfach unten unter dem Video klicken. Da habe ich einen Newsletter, das ist ein Online-Marketing-Newsletter. Da kommt jede Woche immer ein Online-Marketing-Trick, ein Online-Marketing-Insight, irgendwas, was mir aufgefallen ist, kurz und knapp. Einmal die Woche, ganz entspannt, so kannst du es bis zur nächsten Woche umsetzen. Und sonst wünsche ich dir noch viel Erfolg und bis bald.